Geschätzte Damen und Herren, mein Name ist Patrick Helsensohn. Ich bin Geschäftsführer der CDS Bauingenieure AG. Mit unseren rund 15 Mitarbeitern bearbeiten wir Projekte im konstruktiven Hochbau, Tiefbau und Straßenbau. Wir freuen uns, mit unseren Projekten einen Teil zu Build to Future beitragen zu können. Für die Präsentation unserer Projekte gebe ich das Wort an unseren Jan Schneider weiter. Vielen Dank, Patrick. Hallo zusammen. Auch ich begrüße euch ganz herzlich zu unserer Präsentation. Ich darf euch in den nächsten Minuten drei Projekte unseres Bauingenieurbüros vorstellen. Dies wären zum einen die Büchelstraße in Wittnau, das ist die Sanierung einer Quartierstraße, die Walzenhauser Straße in Au mit dem Neubau eines Gehwegs und einer Stützmauer und der Neubau der Erschließungsstraße um das Industrieareal der Firma Zünd in Altstetten. Alle Projekte wurden komplett in Altplan geplant und teilweise bereits realisiert. Ich werde euch zeigen, wie wir diese Projekte aufgebaut haben und daraus Pläne entstanden sind. Starten werden wir mit der Büchelstraße in Wittnau. Bei der Sanierung der Büchelstraße handelt es sich um eine Quartierstraße, welche erneuert werden musste. Dies zum einen mit neuem Belag und auch neuen Werkleitungen im Untergrund. Hier sehen wir alle benötigten Achsen, welche im Projekt angewendet wurden. Dies sind zum einen die Hauptachsen sowie auch im unteren Bereich die Hilfsachsen, welche Straßenränder und Verkehrsberuhigungen modellieren. Die Hauptachsen können einfach mit verschiedenen Darstellungsstilen gezeigt werden. Hier das Beispiel 3D. Hier sehen wir das fertige 3D-Modell mit den Verkehrsberuhigungen. Nun zeige ich euch, wie aus diesen 3D-Elementen die Plangrundlagen erstellt wurden. Dafür wurden bereits vorhandene Layouts genutzt, welche mit Rechtsklick auf dem jeweiligen Bereich ausgewählt werden können. Diese können auch selbst erstellt werden und als Favoriten hinterlegt werden. Nun erstellen wir eine Situation der gewählten Achse und setzen diese entweder darüber oder daneben ab. Aus diesen Elementen kann danach einfach der Situationsplan erstellt werden, wie das hier zu sehen ist. Dasselbe gilt natürlich auch für Detailpläne, wie hier ein Situationsplan mit den Verkehrsberuhigungen und ein Detailplan für die Planung der Randabschlüsse. Bei diesem Projekt haben wir zusätzlich den Situationsplan auf das 3D-Gelände gemappt. Dies ist eine weitere Möglichkeit zur Darstellung eines geplanten Bauvorhabens. Analog den Situationsplänen haben wir auch die Querprofile erstellt. Dazu wählen wir die jeweilige Achse aus, den Favorit, den wir vorhin geladen haben, und setzen diese Querprofile neben die Situation ab. Aus diesen Querprofilen kann beispielsweise das Normalprofil erstellt werden oder auch der Plan für die gesamten Querprofile. Hier sehen wir noch die Straße im Bauzustand. Weiter zeige ich euch hier die Anpassung des Längenprofils. Wir haben hier einen starken Anstieg, der rechts zu sehen ist, welchen wir einfach anhand der blauen Knöpfe bearbeiten können und so das Profil wieder glätten. Wenn dies erstellt wurde, können wir gleich wie vorhin die Querprofile, die Längenprofile erstellen, dieses ebenfalls neben der Situation absetzen und danach weiterverarbeiten. Hier werden alle Informationen ausgegeben, welche danach auch im Längenprofil ausgegeben werden.
Bei diesem Projekt wurden auch die Kanalisation und die Weckleitungen angepasst. Ich möchte euch das hier kurz zeigen, wie ganz einfach im 3D-Bereich Anpassungen vorgenommen werden können. Ich kann die Auslaufhöhe sofort anpassen, die Schachtsohle ändern und auch die Art des Schachts anpassen. Hier ändern wir den Durchmesser in einen kleineren Schacht, da es sich nur um einen Einlaufschacht handelt. Weiter kann die ganze Kanalisation auch im Längenprofil selbst angepasst werden. Dafür muss gewählt werden, von welchem bis zu welchem Bereich das Längenprofil erstellt werden soll. Dieses wird danach nebenan abgesetzt und auch in diesem Längenprofil kann ich die Schachthöhen mit einem Rechtsklick einfach anpassen. Da alles 3D aufgezeichnet wurde, kann jederzeit eine Kollisionskontrolle durchgeführt werden, um zu sehen, ob die Leitungen ineinander laufen. Danach ist es einfach möglich, die Weckleitungen und Kanalisationen in Plänen auszugeben. Die erstellte Kanalisation kann mit den Reports einfach ausgegeben werden. So können von einem ganzen Kanalnetz die einzelnen Rohrteile ausgewertet werden. Diese werden dann aufgeteilt in die Durchmesserlängen von bis zu welchem Schacht und können so ausgegeben werden. Dasselbe ist auch möglich mit den Schachtelementen. Ich kann ebenfalls einen Report erstellen mit Schächten vom gewählten Kanalnetz und auch diese werden ausgegeben und in einzelne Gruppen unterteilt. So ist die Büchelstraße schlussendlich komplett in 3D geplant worden und konnte einfach realisiert werden. Nach diesem Straßenprojekt in ebenem Gelände begeben wir uns zur Walzenhauser Straße in Au, welche sich am Fuße eines Berges befindet. Dadurch waren natürlich auch topologisch neue Herausforderungen vorhanden. Die Sanierung der Walzenhauser Straße in einem Teilstück zusammen mit der Neuerstellung eines Gehwegs wurde ebenfalls in Alpensiville geplant. Zusätzlich musste hier noch eine Stützmauer erstellt werden, welche wir gleich auch noch sehen werden. Hier bereits das fertige Produkt, wie es draußen erstellt wurde. Wir beginnen mit der Stützmauer. Dafür musste zuerst ein Baugrubenplan erstellt werden, welchen wir hier auch in 3D sehen. Dann mussten Anker und Pfähle geplant werden, welche ebenfalls als 3D-Elemente erstellt wurden, damit diese auch klar ersichtlich und einsetzbar sind. Hier ein Bild von der Baustelle, wie das dann draußen ausgesehen hat. Weiter ging es mit Schalungsplänen für die Stützmauer sowie auch Bewehrungsplänen für die Stützmauer, welche natürlich ebenfalls komplett in 3D erstellt wurden. Nach dem Bau der Stützmauer wurde das Straßenelement weitergeführt. Hierfür wurden wieder die Situationspläne erstellt. Hier sehen wir die Absetzung des Situationsplans, welcher danach weiterverarbeitet wurde für den fertigen Plan auf der Baustelle. Dazu kommen noch die Normalprofile, wie sie hier zu sehen sind, mit den Spezialelementen der Stützmauer. Es wurden auch wieder die Querprofile ausgelesen und neben der Situation abgesetzt. Diese wurden ebenfalls noch etwas aufbereitet, damit sie als 2D-Pläne auf die Baustelle gegeben werden konnten.
Dasselbe wurde auch mit dem Längenprofil gemacht. Die Absetzung des Ausdrucks und aus diesem wurde dann der 2D-Plan erstellt und auf die Baustelle gegeben, damit die hier ersichtliche Straße gebaut werden konnte. Zusätzlich wurde bei diesem Beispiel noch mit der 3D-Bemaßung und Beschriftung gearbeitet, dass direkt ein Modell vor Ort auf der Baustelle angeschaut werden kann. Auf der neuen Stützmauer werden auch noch neue Gelände festgelegt. Diese wurden ebenfalls mit dem Geländetool von Allplan erstellt. Ich habe mir hier ein paar Favoriten hinterlegt. Den einen, den Sie hier sehen, und diesen kann ich jetzt entlang einer 3D-Polylinie verlegen lassen, dass das Gelände selbst erstellt wird und auf der Stützmauer platziert ist. Zusätzlich kann ich euch hier noch einen weiteren Typ von Gelände zeigen, welche hier beispielsweise für die Verkehrsberuhigungsinsel genutzt wird oder in anderen Fällen natürlich auf der Autobahn als Leitplanke. Kann ich auch wieder entlang der 3D-Linie anwählen und das Element wird direkt abgesetzt und erstellt. Aus all diesen Elementen ergibt sich schlussendlich ein komplettes 3D-Modell, welches entweder so direkt auf die Baustelle abgegeben werden kann oder mit einzelnen Plänen abgegeben werden kann, damit die Straße gebaut werden kann, wie wir sie hier sehen, mit dem Gelände, mit der Stützmauer, den Straßenbauelementen und hier der Verkehrsberuhigung. Und zu guter Letzt unser Neubau in Altstetten. Die zu erstellende Erschließungsstraße umfasst das neu geplante Industrieareal der Zünd AG. Beim Neubau der Erschließung Zünd handelt es sich um ein Straßenprojekt, welches die neue Industriehalle umfasst. Dazu gehört auch die Planung der Baugrube und der Bauinstallationen. Wie wir hier sehen, die Baugrube mit den Pfählungen in Grün und hier ein Überflug über die Bauinstallation. Anhand der Baugrube und der Bauinstallation möchte ich euch die einfachen Anpassungsmöglichkeiten direkt im 3D-Modell zeigen. Ich wähle hier zuerst die Baugrube und möchte mit den Griffen dieses Fundament vergrößern, so dass es einfach angepasst wird und direkt in der 3D-Ansicht wieder stimmt. Beim zweiten Beispiel möchte ich die Höhe anpassen, gebe hier in der Maske eine neue Höhe ein und diese wird ebenfalls direkt berechnet. So können einfach Anpassungen vorgenommen werden und direkt wieder auf die Baustelle rausgegeben werden. Auch den Kran für die Bauplatzinstallation kann ich einfach mit einem Doppelklick bearbeiten, die gewünschte Position einnehmen und so wieder darstellen lassen. Auch beim zweiten Kran ist das ganz einfach möglich. Ich kann die Drehung anpassen, kann die Laufkatze am Kranarm dorthin schieben, wo ich sie möchte, und auch die Länge des Kranarms anpassen. So habe ich ein fertiges 3D-Modell, welches ich zusätzlich zu den Plänen auf die Baustelle herausgeben könnte. Hier sehen wir noch die 2D-Pläne, welche daraus generiert wurden. Da sich das Projekt noch im Bau befindet, habe ich nur 3D-Animationen des geplanten Neubaus, den wir hier sehen, sowie auch der geplanten Straße, welche dann zum Schluss des Projekts erstellt wird. Das Straßenprojekt wurde ebenfalls mit Allplan Civil erstellt.
und mit den Planausgaben wurden dann zu einem späteren Zeitpunkt die 2D-Pläne ausgearbeitet und festgelegt. Hier sehen wir die Querprofile, die durchgehend in etwa gleich sind. Das möchten wir nun noch an einem kurzen Beispiel an dieser Straße zeigen, wie wir einfach eine Anpassung vornehmen. Dazu möchte ich in diesem Bereich ein neues Querprofil setzen. Kann mir im Straßenprojektmanager ein neues Querprofil erstellen oder ein bestehendes kopieren, neu benennen und dann die gewünschte Breite eingeben. Mit der Übernahme wird dies so hinterlegt und ich kann jetzt mit der Zuordnung meiner jeweiligen Achse direkt angeben, von wo bis wo das neue Querprofil eingesetzt werden soll. Ich wähle mir hier einen Bereich, beende den Befehl, gebe noch das neue Querprofil an und es wird direkt das 3D-Modell neu gerechnet und rechts ist sichtbar die Verbreiterung der Straße. Hier möchten wir eine Zufahrt zu den beiden Toren erstellen, die direkt mit dem Straßenkörper verbunden ist. Dazu benötigt es einige Vorarbeit, wie hier die Übernahme einer neuen Achse, welche ich als 3D-Modell aufgebaut habe. Ich verschiebe mir diese Achse zu den Hilfsachsen, gebe ihr einen Namen, damit ich sie wieder einfacher finde und ordne sie noch dem jeweiligen Geländemodell zu. Nun bereite ich meine bestehende Straße vor und setze entlang der Hauptachse einen neuen Blocker, welcher dafür sorgt, dass das Straßenbankett in einem bestimmten Bereich nicht mehr angezeigt wird. Hier wähle ich auch wieder die Stationierung von wo bis wo, hinzufügen und mit Beenden des Befehls wird direkt wieder das 3D-Modell angepasst. Nun kann ich meinen Straßenrand mit einem neuen horizontalen Limit versehen, so dass die Straße weiß, dass sie bis zur neu gesetzten Achse weiterfahren muss. Ich wähle hier noch den jeweiligen Straßenrand hinzufügen und mit Beenden des Befehls wird auch hier direkt das neue 3D-Element dargestellt. So können einfach Anpassungen in horizontaler und vertikaler Richtung übernommen werden. Das ganze Projekt ist so fertig erstellt und kann natürlich in 3D und in Zusammensetzung mit den 2D-Plänen herausgegeben werden. Nun sind wir am Ende unserer Präsentation angekommen. Ich danke euch vielmals für die Aufmerksamkeit. Hoffe, ihr fandet die Inhalte interessant und konntet etwas für euch mitnehmen. Ich wünsche euch alles Gute, viele Grüße aus der Schweiz und bis bald!